Hier. Ups. Oh, das tut mir leid. Mach dir nichts draus. Du hast bewiesen, dass du der Erbe bist. Du bist würdig, den Schädel zu nehmen. Danke. Nett. Als Mitglied des Königshauses von Almaxa-Quattl nehme ich an, weißt du, was du tust. Ich muss jetzt gehen. Natürlich weiß ich, was ich tue. Genau danach habe ich gesucht. Kann ich den jetzt einfach so nehmen? Nimm? Schädel? Endlich habe ich ihn gefunden. Ich hoffe nur, dass ich auch alles richtig mache. Hey, der Strom ist ja weg. Ja, das heißt, wir gehen jetzt zurück zu diesem komischen Raketenstuhl, den wir da rausgefahren haben, und nehmen Platz und werden hoffentlich auf schnellstem Wege wieder aus dieser komischen Ruine hier heraus katapultiert. Und damit hätten wir dann im Endeffekt das Spiel ja schon, das habe ich eben schon gesagt, glaube ich, dann haben wir damit das Spiel gewonnen. Juhu! Das muss das eingesetzte Modul sein, auf das sich die Markierungen an der Wand beziehen. Ja. Tja, mal sehen. Sieht so aus, als ob Herr King seinen Weg nach draußen gefunden hätte. Hallo, Mr. King. Autsch. Ich gratuliere zu deinem Erfolg. Ich habe den Schädel. Und jetzt kannst du die Amazonen freilassen. Ich glaube nicht. Du kommst mit mir. Später im Gefängnis von Fleder. Na prima. Ich sitze schon wieder hinter Gittern. Hallo, King. Du Schurke. Lass mich hier raus. Das kann ich nicht. Du würdest meine Pläne durchkreuzen. Wir haben es dir zu verdanken, dass der Schutz um das Tal weg ist. Jetzt habe ich Zugang zu allen Dinosauriern da drin. So, mal sehen. Ich bin immer ein bisschen abgelenkt während dieser Zwischensequenzen, wenn ich plötzlich auswählen darf, was gesprochen wird. Du bist verrückt! Damit kommst du nicht durch! Warum in aller Welt brauchst du noch mehr Dinosaurier? Was hast du mit mir vor? Hast du die Amazonen schon freigelassen? Hast du die Amazonen schon freigelassen? Noch nicht. Aber bald, nachdem ich sie verwandelt habe. Was meinst du mit verwandelt? Das wird alles bald klar werden. Du bist verrückt. Damit kommst du nicht durch. Wirklich? Und wer sollte mich davon abhalten, hä? Das CIA? Der PNT? Die CDU? Die haben mich ausgelacht, als ich meine Genforschungen begonnen habe. Aber wer zuletzt lacht? Die CDU? Nein, die hält dich bestimmt nicht auf. Ja, aber warum in aller Welt? Warum in aller Welt brauchst du noch mehr Dinosaurier? Die Antwort ist ziemlich einfach. Weißt du, was DNS ist? Nationale Dialyse-Sozietät, Spar- und Darlehensbank, eine neue Hip-Hop-Art? Desoxyribonukleinsäure, das kommt in Chromosomen vor. Nein, Hip-Hop. Ist das eine neue Hip-Hop-Art? Das will ich ignorieren. DNS bedeutet Desoxyribonukleinsäure. Und sie enthält den Bauplan für alle lebenden Organismen. Änderst du die DNS,
änderst du das ganze Leben. Nein, du hast keine Dinosaurierzellen mehr. Was du tust, ist gegen die Ethik. Wissenschaft kennt keine Ethik. Ich schaffe hier eine Herrenrasse. Eine Rasse, die mir dient. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dich aufzuhalten. Wenn ich hier raus bin. Sehr nobel von dir. Vielleicht kannst du mit deinem Kopf gegen die Gitterstäbe schlagen, um sie zu lockern. Oder du gräbst dir mit deinem Messer einen Gang. Dein Sarkasmus ist dein Verderben. Ich würde gern weiter mit dir reden. Aber ich muss ein verloren geglaubtes Tal voller Dinosaurier plündern. Vielleicht können wir unsere Unterhaltung fortsetzen, wenn ich zurück bin. Leb wohl, King. Ich fange an, mich wie Harry Houdini zu fühlen. Oh, ich würde mal sagen, Chausen, junger Mann. Können wir denn irgendwie... Becher? Halt. Nimm Becher. Okay, benutze Becher an... Gefängnistür. Hey, lasst mich hier raus. Joe, endlich haben wir dich gefunden. Hallo, großer Junge. Faye. Hallo, Joe. Mit uns hast du wohl nicht gerechnet. Anderson, was machst du denn hier? Du Taugenichts, du Altes. Kapier doch, Joe. Er ist hier, um uns zu helfen. Ja, Joe. Versteh doch endlich. Warum sollte er uns helfen wollen? Weil der Doktor völlig verrückt ist. Er muss unter allen Umständen aufgehalten werden. Kein Scherz? Deine Intelligenz ist doch eher durchschnittlich. Immerhin bin ich so pfiffig, dass ich nicht hinter Gittern sitze. Du hast Glück, dass ich jetzt hinter Gittern sitze, Freundchen. Könnt ihr zwei dann endlich mit dem Streit aufhören? Er hat damit angefangen. Habe ich nicht. Wir müssen irgendwie diese Tür aufbekommen. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Brechstange in diesem Schrank. Eine Brechstange? Für diese Tür brauchst du mehr als eine Brechstange. Sehr klug, Hans. Hans? Du heißt Hans? Mein Vater hieß so. Wir sollten unsere Zeit nicht mit solchen Kleinigkeiten vertrödeln. Lass mal sehen. Hey, hier ist so eine Waffe drin. Prima. Vorsichtig, Faye. Dieser verrückte Dr. Eisenstein hat tödliche Spielzeuge. Na, dies hier sieht ziemlich tödlich aus. Vielleicht kann ich das Schloss von der Tür rausschießen. Okay, wir können es ja versuchen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum denn nicht, Joe? Hast du Angst? Nein. Ich mache mir nur Sorgen um, eure Sicherheit. Ja, sicher. Stellt euch lieber etwas weiter weg. Unglaublich. Es hat die ganze Tür rausgehauen. Genauso wie... Das Ding ist ausgebrannt. Tja, Faye, jetzt aber los. Warum die Eile? Hans muss den Zeppelin in das Tal fliegen. Wenn wir nicht zum Hangar zurückkommen, könnte Eisenstein Verdacht schöpfen. Wir haben getan, was wir konnten, Joe. Du musst irgendwie ins Tal kommen und Eisenstein stoppen, bevor es zu spät ist. Ich werd's versuchen. Und ihr seid schön vorsichtig, ja? Sind wir. Viel Glück, Joe. Ja, King, alles Gute.
Heute ist wohl nicht mein Tag. Jetzt muss ich irgendwie einen Weg in das Tal finden. Ja, das ist doch leichter gesagt. Nee, andersrum, leichter getan als gesagt. Weil wir müssen doch einfach nur Treibstoff für den Raketenrucksack finden und dann zack sind wir im Dino-Tal. Und dann ist hoffentlich das Spiel zu Ende. Weil eigentlich wollt ihr schon vor 45 Minuten tatsächlich eine längere Pause machen als nur 5 Minuten zwischendurch mal eben. Ja, der liegt da immer noch rum und pennt. Den haben wir ja richtig ausgenockt. So, ich bin wahrscheinlich wieder voll in die falsche Richtung gelaufen, um da rauszukommen. Nee, Treibstoff nehmen, Treibstoff in Raketenrucksack füllen, mit Raketenrucksack hinterherfliegen ins Tal der Dinosaurier. Und da wir ja mittlerweile einen Ausweis haben, auch wenn es nicht unser eigener ist, kriegen wir ja den Alkohol. Denn wir können ja nachweisen, dass irgendwer, der uns den Ausweis gegeben hat, so mehr oder weniger freiwillig, dass der schon 18 ist. Oh, und der Hund freut sich noch immer über sein Spielzeug. Ha. So. Aber weiter geht's. Auf den Berg und zu Krämer Bob. Entschuldige, ich würde gerne diese Flasche Alkohol kaufen. Aber gerne, mein Sohn. Kann ich deinen Ausweis bitte Natürlich. Sehen? Mein Ausweis? Ja, deinen Ausweis. Du hast doch einen, oder, mein Sohn? Ja, hier. Siehst du? Demnach bist du am 13. Juli 1922 ja. geboren. Ich bin über 80. Ja? Stimmt, genau. Wie alt bist du denn? Wie alt ich bin? Ich bin 26. Gut, aber dieser Ausweis läuft nicht auf deinen Namen. Aber sicher. Ich habe meinen Namen gerade zu Joe King geändert. Und mein neuer Ausweis ist noch nicht fertig. Ah ja. Na gut, du kannst den Alkohol haben. Hey, vielen Dank. Denk dran, Alkohol macht dich weder größer noch schlauer. Und setz dich nie ans Steuer, wenn du was getrunken hast. Vielen Dank für diese Ratschläge, Bob. Aber ich bin schon erwachsen. Ja. Ah, benutze Alkohol. Das Ding sieht aus wie ein Commander Rocket Raketenantrieb. Und nach dieser Anleitung braucht es etwa einen Liter Treibstoff. Ich werde mal so viel versuchen. So. Ich muss einen höher gelegenen Startplatz finden. Natürlich. Und wo ist dieser höher gelegene Startplatz? Auf dieser komischen Bergspitze. Also gehen wir wieder zurück. Wäre auch blöd, in Krämer Bobs Laden zu starten. So mal eben schön durchs Dach segeln. So, wir sind automatisch auf diesen Berg gestiegen. Das ist doch super. Dann können wir den Raketenpaket-Rucksack benutzen. Und ab geht's. Mal sehen. Yeah.